der Frankie von Jusen Kettner. Heute bin ich in Saarbrücken im Staatstheater und neben mir ist der Frank Niemskern. Hallo Frank, wie geht's? Alles gut? So wie das vom Auftritt hat, dann ist sehr tight eingebunden. Bist du noch aufgeregt vor Auftritten oder ist das mehr Routine für dich? Also Miles Davis hat mal gesagt, wenn er nicht mehr aufgeregt wäre vom Auftritt, dann würde er, glaube ich, aufhören. Ja, da wird es auch keinen Spaß aber machen. Ich bin anders aufgeregt, weil man hat ja eine Verantwortung für den ganzen Laden. Ich bin hier sozusagen 10% oder 20% Gitarrist, das andere ist quasi Dirigat und musikalische Leitung. Das heißt, wenn jemand krank wird, ein Sänger, musst du mit denen Warm-ups machen hinter der Bühne und so weiter. Das Wirkliche geht halt findet hinter der Bühne statt. Also das Spielen ist eigentlich nur noch Downhill und Spaß und absolut, der Rest ist halt die Organisation. Rundherum. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Musiker zu werden? Was hat dich damals dazu getrieben, Musiker zu werden? Also für das, was ich jetzt mache, ist so eben, mein Vater ist Opernsänger gewesen und wir waren in New York gewesen und ich konnte kein Fidelio und keine Walküre mehr hören und bin zu Tower Records gegangen und habe mir, man soll es nicht glauben, Tommy the Who gekauft und habe dann für mich sozusagen diese Art von Musik entdeckt. Aber es war sozusagen auch ein Musical, was ganz lustig war. Und heute bin ich dort irgendwie wieder zurückgelandet und diese Mischung aus Klassik und Rockmusik und Jazz ist das, was ich heute mache, mit dem ich irgendwie meine Brötchen verdiene. Das ist eigentlich ganz lustig. Da war ich aber 10. Also hatte ich das schon praktisch von Kindesbeinen angereizt, da in die Musik einzugehen? Ich bin in diesen Theatern groß geworden als Kind, konnte das aber gar nicht schätzen, was das für ein Geschenk war damals. Heute kann ich es. Und was würdest du, sagen wir mal, neuen oder jungen Musikern als Tipp mitgeben, die sowas machen wollen, die auch in den Theaterbereich rein wollen? Wie sollen die sich vorbereiten? Ich habe gelesen, du hast eine sehr fundierte Ausbildung halt an Klavier und an der Gitarre. Was würdest du denen halt mit auf den Weg geben? Richtig ihr Instrument zu lernen, das Erste, und sich nicht nur stilistisch auf eine Sache zu beschränken. Man kann seine Vorlieben haben, aber man sollte sich möglichst breit aufstellen, weil die Musikindustrie existiert quasi nicht mehr in dem Sinne. Und das, was wir hier machen, ist die große Alternative. Ja, vor allem ist da halt auch regelmäßiges Einkommen im Gegensatz zu, ich werde jetzt Rockstar und versuche, irgendwie reich und berühmt zu werden. Ja, also ich denke, ich habe eine ganz gute Kombination gefunden, um trotzdem auch irgendwie noch Rock'n'Roll in die Theater reinzubringen. Mhm. Und wir fahren mit Paradise of Pain lustigerweise hier vor 10, 11 Jahren Vorreiter für alle Rockmusicals in Deutschland. Mhm. Da gab es doch kein We Will Rock You und so weiter. Und das macht mich schon stolz, wenn man heute so... zitiert wird und es war ja auch unglaublich erfolgreich für das rauskam. Das habe ich damals auch mitbekommen. Und du spielst schon seit mehreren Jahren Jusen Kettner. Wie bist du damals mit uns in Kontakt gekommen? Was war der erste Jusen Kettner Kontakt für dich? Ich glaube, das war über den Thomas Blug, weil der aus dem gleichen Ort, also irgendwie in der gleichen Straße gewohnt hat. Und ich war immer ein Fan von seinem Stil und seiner Arbeit, wo wir ganz unterschiedlich sind. Und hat er Sachen entwickelt und ich fand das immer toll, wie das immer so weiterging. Und heute mit dem Tube-Meister ist man meines Erachtens State of the Art angekommen. Auch beim Centera war das State of the Art, was ein virtueller Amp machen kann, den ich ja immer noch spiele. Und der für seine Zeit einfach bahnbrechend war. Und ich finde das toll. Ich unterstütze die Produkte, die hier im Saarland auch kreiert werden, weil ich sie auch einfach gut finde und weil ich es wichtig finde, dass man das nach außen trägt. Man muss nicht immer nur amerikanische Sachen spielen. Also die Leute sind auch sehr überrascht, wie das heute Abend hier klingt, weil das richtig sehr Rock'n'Roll ist. So klang ich auch mit meiner Band noch nie. Aber das war für mich wichtig. Ich mache das hier. Ich komme jetzt zum Beispiel gerade aus Berlin, wo ich mit Filmorchester Babelsberg eine klassische Produktion mache. Aha, also da spiele ich wieder reine klassische Filmsoundtracks und so weiter. Und die Mischung, sich dann wieder die zerrobte Jeans anzuziehen, ist eine Kopftherapie. Ich brauche das irgendwie. Also bei mir, ich bin ja auch sehr, sehr zerrissen und das ist aber auch ganz gut so. Also du hast eben schon angesprochen, du spielst den Tube-Meister und du benutzt auch den Recording-Out, hast du mir erzählt. Absolut. Und wie findest du, wie funktioniert das für dich? Das ist das einzig Wahre, das ist die Zukunft für die Theater. So grundsätzlich für Theater, weil im Theater darf man keine Lautstärke produzieren wegen Dialogen. Man muss möglichst wenig Lautstärke haben. Deswegen, wir sind hier unter der Bühne und man sollte im Grunde genommen keinen wirklichen akustischen Sound hören, denn dann kann man auch den besten Sound fahren, wenn zum Beispiel ein Dialog drüber liegt. Wenn der Gitarren-Amp über die Bühne rockt, dann kann man so gut spielen, wie man möchte. Man wird gehasst werden. Und das ist letztendlich war das immer ein Problem, dass der Recording-Out immer ein Kompromiss war, ein guter Kompromiss. Und Jusen Kettner war da auch immer Vorreiter mit der Redbox. Aber hier
ist es zum ersten Mal auch so, dass die Kritiken geschrieben haben, die haben noch nie so einen guten Gitarrensound oder einen Bandsound gehört in so einem Theater. Und das kann man, das sind meine Worte, sondern das sind einfach Kritiken, die eigentlich gar nichts mit Musik oder mit Rock'n'Roll zu tun haben. Die gar nicht wissen, wie es eigentlich kreiert wird, wo der Sound herkommt. Und einfach wissen, okay, es hat gut geklungen oder nicht. Ja. Und es klingt authentisch. Und die Leute fragen mich immer, wie viel 4x12er stehen da unten. Mhm. Ja, und bei We Will Rock You zum Beispiel, ich habe auch die Produktion immer wieder hin und her auch beobachtet. Da kam der Brian May und da wurde die 4x12er-Box reingepackt und da wurde richtig abgenommen und so weiter. Und ich finde es hier nicht mehr notwendig. Das Einzige, was ich halt mache, ist, dass ich den Amp einmal aufdrehe, wenn ich ein Feedback brauche. Fürs Feedback. Mhm. Aber das ist zweimal am Stück und dann sitzen unten alle low und dann geht's halt weiter. Super, also wir wünschen weiter viel Erfolg hier mit deinem Musical und deinem weiteren musikalischen Werdegang und bedanken uns natürlich dafür, freuen uns, dass du Jusen Kettner spielst. Alles klar, vielen Dank. Danke. Und zurück zu euch.